willkommen zu einem neuen Videoblog, Leute. Bin wieder unterwegs. Ich wollte doch mal schauen, was unsere rechts vor links, was unsere Schwebefähre so treibt. Die soll ja mittlerweile hier in Rendsburg angekommen sein. Und da fahren wir jetzt mal gemeinsam hin. Die war ja auch ein paar Jahre verschwunden, nachdem sie mit einem Schiff kollidiert war. Unglaublich, was hier so alles passiert. Brauchen 10 Jahre, um einen Tunnel zu sanieren. Dann wird die Schwebefähre angekarrt, wobei man ganz klar sagen muss, dass auch der Fährmann Schuld hatte, soweit ich richtig informiert bin. Und ist für alle glimpflich ausgegangen, weil die Schüler und so, das war eine Zeit oder eine Uhrzeit, wo noch nicht so viele Kinder oder so unterwegs waren, weil das hätte auch böse ausgehen können. Hier ist ja ordentlich was los. Da steht, voraussichtlich Anfang November wird der Probebetrieb begonnen. Geil. Probebetrieb sind 8 Wochen für Anschlag. Wenn die hängt, dann fahren wir drüber. Das machen wir gemeinsam. Durst hat meine Kleine natürlich auch wieder. Wie immer. Im Moment. Aber man muss ja auch immer dran denken, wie man fährt, ne? Wenn man zügiger fährt oder hohe Drehzahl fährt, also im niedrigeren Gang und schnell fährt, dann frisst das Baby auch ein bisschen mehr. Ja, Sena funktioniert weiterhin gut. Ich werde mich nachher mal anrufen lassen, ob das jetzt auch funktioniert, wenn ich angerufen werde. Abspielen, also ich höre leise Musik. Das gebe ich auch zu, das mache ich gerne, das habe ich früher schon gern gemacht. Halt aber immer noch so, dass man den Verkehrslärm ja auch wahrnehmen kann. Also bitte nicht so weit aufdrehen, dass ihr nichts mehr hört nachher um euch herum. Weil auf Zurufe oder auf Schreien, Hilferufe muss man schon reagieren können. Auf die Geräusche vom Motorrad sollte man noch irgendwie, oder die sollte man wahrnehmen können. Ganz, ganz wichtig. Und ja, sowieso Signal, Hörner von Feuerwehr, Polizei, Rettung. Na? Auf jeden Fall ist es 100-mal angenehmer. Ich hatte immer so Knöpfe im Ohr halt und die drücken. Also das war sowas von unangenehm. Ja, das schaffen wir noch. Oh, wollen wir erstmal ein bisschen tanken fahren. Und was tanken wir immer? Super Plus. Nichts anderes. Oder noch besser. Geht auch. Gönnt es eure Maschine. Nicht? Die dankt es euch auf Dauer. Ja, jetzt ist Freitag gerade. Es regnet mal nicht. Es hatte mich ein Abonnent schon gefragt, Mensch, wann ich dann mal wieder Videos mache. Ja, es ist halt immer sehr, sehr wetterabhängig. Das ist ja nun mal so. Ob jetzt Gesamtdeutschland, aber Norddeutschland ist ja besonders feinfühlig. Da kann das einmal gießen wie Hulle und in der nächsten Stunde hat man die Sonne. Und die letzten Tage waren nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Da macht das Motorradfahren überhaupt keinen Spaß. Vor allen Dingen, weil ihr langsam seht, dass die Bäume die Blätter verlieren. Und wenn dann noch Laub auf der Straße liegt, das ist noch beschissener. Ich sag's mal so, wie es ist. So, ja, ist ja noch was drin. Super Plus. So leer ist die Kiste ja auch noch nicht. So, gerade hinstellen. Ne? Warum? Jetzt habt ihr den Tankschließ. Dann stimmt die Füllmenge nachher nicht oder ihr irrt euch. Oh Mann, was ist da denn wieder los? Wissen nicht, wo sie hin sollen. Oh Leute. Ja, und wenn ihr Motorrad tankt rechtzeitig, Leute, macht das nicht so wie ich einmal, den letzten Tropfen dann über Autobahn zu kacheln, weil das mochte meine Maschine gar nicht haben. Ist immer irgendwie so ein Dreckrest im Tank unten, wenn das in den Vergaser läuft. Dann
Stotterziehung geht euch aus, so wie bei mir. Fürchterlich war das. Ja, Leute, getankt ist. Ja, ich schalte mal meinen Trip runter. Dann weißt du ungefähr, wie lange die Tankfüllung hält. Weil, wie ihr sehen könnt, habe ich hier keine Tankanzeige. Das ist Temperatur, das ist ABS. Unten ist die Uhrzeit, da ist Trip. Macht mir nichts. Ich habe es mir angewöhnt, einfach darauf zu achten, wie viel ich runter habe. Und dann tanke ich eben nach. Und das ist in der Regel bei, ja, es kommt immer drauf an, 160, 170 Kilometer. Und dann tanke ich schon mal gut nach. Ne, so ein schön tankvoller Diesel. Dann, und ihr das rechtzeitig merkt, startet um keinesfalls euer Motorrad. Weil dann zieht er das rein in die Verbrennung und dann geht euch das im Arsch. Ne? Also Kiste auslassen, wegschieben da von der Tankgeschichte und dann könnt ihr eure Werkstatt des Vertrauens anrufen und euch da mal wegschleppen lassen oder abholen lassen. Weil das ist nicht so gut. Also passieren kann das mal, bitte nicht den Motor starten dann. Die pumpen euch den Tank aus, der muss dann auch gereinigt werden und alles. Keine so schöne Sache, aber ist dann notwendig. Solange ihr den Zündschlüssel nicht herumdreht, auch die Zündung nicht oder so, weil zum Beispiel mein Motorrad hat diesen pneumatischen Handel. Sobald ich diese Zündung einmal auf Stufe 1 habe, sodass die Lämpchen angehen, aber der Motor noch nicht gestartet ist, fängt diese Hand oder beziehungsweise das System an, gleich Sprit zum Vergaser zu pumpen und das wäre nicht so gut. Also Zündschlüssel wird er umgedreht lassen, auslassen die Kiste, Werkstatt anrufen, euch da wegholen lassen und dann muss das eben alles ausgepumpt und gereinigt werden. So macht man das dann richtig, wenn ihr das mal habt. Ja, und weil ich nicht weiß, was das hier ist, ich denke mal, dass es vielleicht vom Traktor kommt mit Gülle oder so. Also nach Öl sieht das nicht aus, dann wäre es ja auch richtig abgebunden. Aber ihr müsst da nicht unbedingt drüber kacheln mit euren Reifen, solange, ne? Dann ist ja genug Platz nebenan zu fahren, wo alles schön trocken ist und sauber aussieht. Leute, ich freue mich, dass ich auf dem Moped sitzen kann. Ehrlich. Ja, schöneres Wetter könnte das sein. Also wir haben jetzt so aktuell 15 Grad, 14 oder 15. Also mit der Kombi und so frieren tue ich nicht. Ist alles gut. Hauptsache trocken muss es bleiben, weil ja, sonst ist nicht so schön, nicht? Ja, meine Beleuchtung am Helm habe ich mal an, die wird man so am Tag schlecht sehen, also eher dann, wenn man Tunnel fährt oder eher nachher in die Dunkelheit kommt, dann leuchtet das richtig, richtig schön hell. Und ich habe ja auch wieder weißes Licht genommen und nicht unbedingt blau oder rot. Seid euch ja selbst überlassen, was ihr machen wollt. Dann gibt es eine Blinkeinstellung auf langsam und schnell. Ist auch nicht so meins. Das irritiert irgendwie nur die Verkehrsteilnehmer. Muss ja auch nicht sein. Also habe ich dieses Dauerlicht dann eben an. So ist dann meine Einstellung bei dem, bei den LED-Streifen, die ich jetzt dran habe an dem Helm. Ja, junger Mann, das hätte ja nun nicht sein müssen. Naja, war ein älterer. Aber er hat sich entschuldigt, alles gut, nicht aufregen, nicht gleich rumhupen und sowas. Das bringt niemanden was, ne? Immer ruhig bleiben, das machen ja die meisten, machen es nicht mit Absicht.
Er hat das wohl unterschätzt. Das ist so, wenn man drauf zukommt und da steht zum Beispiel Pkw an der Seite, ist es manchmal schlecht einzusehen, ob da noch davor einer steht. Und dann meint man, ich schaff's noch und schert dann aus und dann sieht man, oh Gott. Ne? Also, wenn ihr das mal habt, der nicht stur an den anderen vorbei, der netterweise ja bremsen muss, weil ihr habt ihm die Vorfahrt genommen. Nein, entschuldigt euch, hebt die Hand und dann weiß der auch, ne, alles gut. Dann ist für den immer alles schon in Ordnung wieder. Schlimm ist das einfach zu ignorieren. Oder wenn der hupt, weil er dann eben wütend ist, dass man ihn irgendwie noch den Finger zeigt oder so. Lasst das nach. Euch könnte man anzeigen. Vor allen Dingen, wenn da mehrere Personen im Auto sind. Nicht? Ja, September, Mitte September, Oktober haben die denn noch. Also viele haben noch bis Ende Oktober Saison und dann müssen sie ihre Motorräder einmotten. Ich muss es nicht. Ich habe ganzjähriges Kennzeichen dran oder unbegrenzt, normal eben. Aber ich sag's nochmal, ich fahre nicht bei Regen. Es sei denn, man kommt rein, das ist dann mal so, das kann passieren. Ich fahre nicht bei Schnee oder natürlich nicht, wenn es glatt ist auf der Straße, bei Matsch oder überhaupt. Oder es kann ja auch trocken sein oder wenn eine Tonne Salz liegt, weil das die Tage davor irgendwie geschneit hat. Weil dieses Salz so aggressiv ist, das greift alles an und das wäre schade um euer Moped. Es muss ja nicht sein. Zudem es auch saugefährlich ist, ne? Ah, es leuchtet. Ja, ich guck euch das mal an. Vielleicht könnt ihr das sehen. Oder auch nicht. Oh, sieht doch schön aus. Mal sehen, ob ich das nachher hinbekomme. Aber, so wie es aussieht, ja, sieht cool aus. Gefällt mir. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon 100 Mal mit euch durch diesen Tunnel gefahren bin, nicht? Ja, apropos meiner Hand, da geht es soweit ganz gut. Eben bis auf die, ja, wenn ich Stoßwirkungen jetzt habe, die von vorne kommen, ne? Oder zu sehr greifen muss, um zum Beispiel eine Flasche aufzuschrauben, das ist nicht so angenehm. Gebe ich zu. Ist noch nicht so schön, aber dafür kriege ich meine Ergotherapie, das läuft gut, also... Fahren wir gleich mal ein bisschen durch die Stadt, ne? Ganz schön pusterig hier. So. Schnurrt wie ein Kätzchen, mein Baby hier. Oh, schön. Dann geht's ja auch gut. Da ist eine kleine 125er, seht ihr? Das kann man schon sehen. Oh, ist doch schön. Hätte ich gerne auch früher gehabt. Guck mal, das ist auch so ein netter, der Autofahrer mit durchlässt. Ah, alles klar. Hätte ja auch mal einen Blinker anmachen können. Hätte ich gewusst, wo sie hin will. Ich wollte sie auch vorlassen. Naja. Hier ist der TÜV Nord, hier habe ich meine Prüfung gemacht. Einmal die Theorie und Praxis natürlich. Ja Leute, also, wenn ihr mal Themen für mich habt, die ich ansprechen soll, was euch wichtig ist oder interessiert, dann ja, schmeißt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Es ist auch nicht einfach immer Themen zu finden,
irgendwie, die dann nachher alle interessieren, weil man wiederholt sich auch so oft nachher und die anderen denken dann, oh Gott, wie langweilig, möchte ich ja auch nicht. Und da ich in diesem Leben, das sage ich euch, in diesem Leben niemals einen Willi machen würde, auch nicht kann, dann wäre die Maschine kaputt und ich auch. Ja, da muss ich euch enttäuschen, das geht einfach nicht, das kriege ich nicht hin. Muss ja auch nicht sein. Gibt andere, die das viel besser können. Ja, was macht ihr, wenn der Busfahrer Warnblinklicht anmacht? Kann ich euch ja auch schon mal drauf vorbereiten, sozusagen, die Rollergang. Dann müsst ihr mit Schrittgeschwindigkeit vorbei. Nur mal so als Tipp, ne? Wenn ihr nachher die Fahrschule besucht. Blinkt er rechts, hat er so eine Haltebucht, dann könnt ihr nun mal dran mit vorbei. Immer aber trotzdem gucken und aufpassen, dass dann nicht irgendwie Kinder noch irgendwie auf die andere Seite wollen oder überhaupt auch Erwachsene machen das, weil sie den Bus noch kriegen wollen. Nee, also mit Warnblinklicht bedeutet immer Schrittgeschwindigkeit. Ja, ist ja gut. Muss nicht so heiß werden. So heiß ist es gar nicht heute draußen. Ja, Stadtverkehr, ne? Motorräder wollen ja rennen, wollen sie. Durchgehend einfach laufen. Dieses Stop and Go und an jeder Ampel und so, das mögen sie nicht so gerne haben in der Regel. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende, ihr Lieben.